Hallo und willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und das steckt heute drin in unserer Sendung. 100 Tage ist Ministerpräsident Boris Rhein im Amt, wir ziehen eine Bilanz. Wie geht's weiter mit der katholischen Kirche in Deutschland? Darüber entscheiden Kirchenoberer und Basis ab heute in Frankfurt beim sogenannten Synodalen Weg. Dass die Polizei jemanden erschießt, das kommt bei uns zum Glück sehr, sehr selten vor. Anfang August ist es passiert im Frankfurter Bahnhofsviertel. SEK-Beamte schießen 6-mal auf einen 23-jährigen Somalier, treffen ihn tödlich. Landtagsabgeordnete haben Zweifel, ob es wirklich notwendig war, auf den Mann zu schießen. Von Innenminister Peter Beuth wollen sie heute endlich Antworten haben auf aus ihrer Sicht viele offene Fragen. Die tödlichen Schüsse aus dem Bahnhofsviertel, sie hallen nach im Landtag. Hatten die Polizeibeamten vor Ort wirklich keine andere Möglichkeit, als auf den jungen Mann 6-mal zu schießen? Das war eine von vielen Fragen der Linken an den Innenminister. Die Nachfrage, die wir hatten, war, gab es eine unmittelbare Bedrohung der eingesetzten Polizeibeamten auf dem Flur? Das lag offensichtlich nicht vor. Der 23 Jahre alte Somalier sei damals betrunken gewesen, stand möglicherweise unter Drogen. Zeugen wollen eine Waffe beim bereits polizeibekannten Mann gesehen haben. Kein Polizist, so erklärt Innenminister Peter Beuth, müsse unkalkulierbare Risiken eingehen, daher die Schüsse. Dennoch steht der Verdacht im Raum, dass ein SEK-Beamter überfordert war. Dessen Spezialeinheit wurde jüngst erst gegründet, nachdem Beuth das frühere SEK wegen Skandalen aufgelöst hat. Wir haben Spezialkräfte im Einsatz gehabt, die schon lange Jahre auch Einsatzerfahrung haben. Wir haben das SEK neu aufstellen müssen damals. Das war eine wichtige Entscheidung. Aber wir haben natürlich dafür gesorgt, dass wir erfahrene Einsatzbeamte auch immer im Einsatz hatten. Unklar aber ist noch, wo genau der Mann zu Tode kam. Im Hotelzimmer nebenan oder hier in der Dusche? Dort wurden nach HR-Recherchen sogar Markierungen der Spurensicherung einfach vergessen. Vertuscht man hier schlampige Ermittlungen? Dass die Presse selbst immer wieder uns wichtige Hinweise geben muss, dafür sind wir dankbar. Aber wir erwarten was anderes. Wir erwarten, dass diese Informationen dem Innenausschuss durch den Innenminister gegeben werden. SPD und Linke halten den Minister ohnehin schon länger für ungeeignet. Der CDU-Politiker aber denkt nicht an Rücktritt. Es bleibt eine spannende Aufgabe und eine wichtige Aufgabe, eben die hessische Polizei auch für die Zukunft auch aus den Erkenntnissen der letzten Jahre heraus bestmöglich vorzubereiten. Und der Aufgabe stelle ich mich gerne. Wie nach tödlichen Polizeischüssen üblich, ermittelt nun das Landeskriminalamt gegen einen Polizisten, um rauszufinden, was wirklich in der Nacht zum 2. August passiert ist. Ende Mai hat Volker Bouffier nach fast 12 Jahren sein Amt als Ministerpräsident aufgegeben. Direkt im Anschluss wurde sein Parteikollege Boris Rhein zum Nachfolger gewählt. Und das sogar mit 5 Stimmen mehr, als die schwarz-grüne Koalition Stimmen hat. 100 Tage ist das jetzt her. Zeit, sich mal umzuhören, wie die Bilanz im politischen Wiesbaden so ausfällt. Boris Rhein hat gut lachen. Mit satter Mehrheit gewählt, war er sich sicher, was kommt, wird gut. Wir sind vollkommen da, und zwar nicht irgendwie da, sondern wir sind da mit Wumms und mit Energie. Schwarz-Grün ist da und so stark wie selten zuvor. In seine ersten 100 Tage fielen die Sommerferien. Sie bestanden überwiegend aus Volksfesten, Weinkönigin und Rummel. Bei der Linksfraktion hat Rhein deshalb jetzt schon den Ruf weg als Grußonkel des Landes. Bleibt die Frage, wie rund es eigentlich läuft bei der neuen Landesregierung. Wenig bis gar nichts. Ein neuer Ministerpräsident, die alten Probleme. Umbau erneuerbarer Energie noch nicht vorangekommen, verfassungswidrige Beamtenbesoldung noch nicht gelöst, Privatisierung, Klinikum Gießen-Marburg, ein Desaster. Alles Baustellen, keine gelöst. Der grüne Koalitionspartner sieht das verständlicherweise positiver. Hinter vieles konnte ihrer Meinung nach schon ein Haken gesetzt werden. Wir haben in den ersten 100 Tagen eine ganze Menge an Gesetzen auf den Weg gebracht. Denken Sie an das Klimaschutzgesetz. Erstmals in Hessen bekommen wir ein solches Gesetz. Die völlige Überarbeitung des Energiegesetzes, das Integrationsgesetz ist auf dem Weg. Das heißt, wir haben diesen Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten genutzt als Koalition, um mit noch mehr Schwung, mit noch mehr Dynamik die Herausforderungen für Hessen anzugehen. Klimaschutz ist das Lieblingsthema der Grünen. Rhein macht genau das aber auch zum CDU-Thema. Von der AfD gibt es für ihn nur die Schulnote mangelhaft. Da würde ich eine 5 vergeben.
denn den Bürgern steht teilweise das Wasser bis zum Hals. Die Energiepreise steigen und steigen. Viele mittelständische Unternehmen sind kurz vor der Insolvenz. Es geht jetzt nicht um Klimapolitik, wie diese schwarz-grüne Landesregierung sie im Blick hat. Es geht darum, die Energiepreise runterzukriegen. Für die Opposition waren die letzten 100 Tage also eher eine Fortsetzung der bisherigen Bouffier geprägten CDU-Politik. Ein bisschen was macht der stets gut gelaunte Rhein, aber doch anders als sein Vorgänger Bouffier, bekannt für seine ausschweifenden Reden. Naja, es gibt immer die Neigung, die Dinge ausführlich zu erklären. Ich glaube, das liegt im Amt des Ministerpräsidenten. In meiner Wahrnehmung ist er aber ein bisschen kürzer. In knapp einem Jahr ist Landtagswahl. Bis dahin hat Rhein noch Zeit, sich bekannter im Land zu machen und politische Akzente zu setzen. Damit es dann für die CDU und Ministerpräsident Rhein so heiter weitergeht wie bisher. Wussten Sie noch, wie sich das anhört, wenn es regnet? Wie das riecht? Ist ja lange her, dass es zuletzt so richtig geregnet hat. Ich glaube, nach der langen Trockenheit haben sich fast alle drüber gefreut. Egal ob Landwirt, Kleingärtner oder Balletttänzerin. Ballett heute mal draußen, zum ersten Mal überhaupt für die Schülerinnen der Frankfurter Ballettschule. Ein Regentanz liegt in der Luft. Ist das nicht ein Regenschirm, wenn man das umdeutet? Nein, das ist ein Tutu und das benutzt man beim Ballett. So sieht er also aus, der Regen heute? Wohl eher so, ein paar Stunden zuvor. Diese Regenfront zog von Süden her über ganz Hessen und pst, hören Sie mal genau hin. Was hören Sie gerade? Regen. Es regnet. Wunderbar. Es könnte noch eine Woche so bleiben. Der Klang von Regen hat ja verschiedene Wirkungen auf verschiedene Leute. So, was ist der Klang von Regen? Was löst der in Ihnen aus? Erinnerungen an Campingurlaube, Zelt, das Trippeln aufs Zelt. Ja, das also entspannt mich so. Ja, wirklich, wenn man zum Einschlafen oder so ist Regen gut. Und dann ist da ja noch dieser Geruch von frischem Regen auf der Erde. Australische Forscher erfanden sogar mal ein Wort für diese besondere Duftnote. Petrichor. Doch nach was riecht das genau? So ein Regen riecht unterschiedlich. Zu jeder Zeit riecht er anders. Der kann mal angenehm riechen, der kann mal nicht so angenehm riechen. Das kommt immer drauf an. Ja, hat schon was Mediterranes, oder? Vom Strand. Gut. Feucht. So wie ein Klosterbräu riecht das. So. Regen riecht also nach Bier. Und was gut riecht, das schmeckt doch bestimmt auch, oder? Haben Sie schon mal Regen getrunken oder probiert? Ja klar, ich habe schon oft im Gras gelegen und habe den Regen in mich hineinträufeln lassen. Aus meiner Tonne würde ich spielend das Wasser trinken, ja. Aus meiner Regentonne. Kommt darauf an, wie durstig man ist. Nun ja, zurück zu unseren Regentänzerinnen in Frankfurt. Was hat der Tanz denn nun gebracht? Also gerade scheint eher die Sonne. Vielleicht haben wir das Gegenteil bewirkt, aber vielleicht regnet es ja morgen. Naja, anders als der Regen fällt eine Regenballettmeisterin eben nicht einfach so vom Himmel. Weil sie für viele viel mehr war als die Königin von England, melden wir es auch bei uns in der Hessenschau. Soeben hat uns die Meldung erreicht, dass Queen Elizabeth im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Opel will offenbar bis zu 1000 weitere Jobs abbauen. Die Nachrichten mit Claudia Schick. Opel möchte dabei auf eine Vereinbarung zurückgreifen, die einen weiteren Stellenabbau auf freiwilliger Basis erlaubt, etwa über Abfindungen oder Vorruhestand. Im Gegenzug würde sich der Ausschluss betriebsbedingter Kündigung dann um 2 Jahre bis Mitte 2027 verlängern. Opel begründet den Schritt unter anderem mit der Pandemie, der geopolitischen Situation sowie steigender Preise. Der Betriebsrat bezweifelt das. Die Arbeitnehmervertretung vermutet vielmehr, Opel wolle Aufgaben auslagern. Die südhessische Gemeinde Egelsbach ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Das System sei deshalb vom Netz genommen worden. Dass dabei keine größeren Schäden entstanden sind, sei nur der schnellen Reaktion der IT zu verdanken gewesen, teilte die Gemeinde im Kreis Offenbach mit.
Ohne arbeitsfähige IT sei jedoch die Verwaltung voraussichtlich weiterhin nicht handlungsfähig. Die Europäische Zentralbank in Frankfurt hat die größte Zinserhöhung ihrer Geschichte beschlossen. Ziel sei, die Rekordinflation zu bekämpfen. Für Verbraucher und Verbraucherinnen wird diese Entscheidung aber auch gravierende Auswirkungen haben. Das ist ein deutliches Signal aus Frankfurt im Kampf der EZB gegen die Inflation. Sie erhöht den Leitzins von 0,5 auf 1,25%. Das werden wir alle spüren an der Kasse und auf dem Konto, sagt die Expertin. Ja, Sparer freuen sich erstmal, dass die Zinswende eingeleitet ist, aber sie bekommen immer noch nicht genug Zinsen, um die hohe Inflation auszugleichen. Also de facto verliert man immer noch Geld, wenn man es anlegt. Für die Verbraucher, die die Kredite in Anspruch nehmen, werden Kredite teurer. Auch für die europäische Wirtschaft sind das keine wirklich guten Nachrichten. Die Firmen haben weniger finanziellen Spielraum. Weil aber auch Unternehmen mehr zahlen müssen, wenn sie Kredite aufnehmen, um Investitionen zu tätigen, um in Klimaschutz zu investieren oder Digitalisierung. Sie werden halt diese Investitionen erstmal zurückfahren. Heißt, die Wirtschaft erfährt einen Bremseffekt. Doch wegen der hohen Inflation führe wohl auch an weiteren Erhöhungen des Leitzinses kein Weg vorbei. Es braucht dringend Reformen in der katholischen Kirche. Da waren sich nach den Missbrauchsskandalen fast alle einig. Und eins war auch klar, das können die Bischöfe nicht allein unter sich ausmachen. Deswegen gibt es den Synodalen, den gemeinsamen Weg von Kirchenoberen und Laien, also den, sag mal, normalen Gläubigen. Veränderte Machtstrukturen, Frauen als Priester, Homosexualität und Sexualmoral, das sind die heiklen Themen, um die es geht. Heute war der Auftakt zum vierten Treffen dieser Art mit natürlich großen Erwartungen. Als Susanne Schumacher-Godemann Mitte der 80er Jahre Theologie studierte, hatte sie noch große Hoffnungen. Einmal eine katholische Gemeinde leiten als Pastorin. Aber dieser Traum ist nie wahr geworden. Ich würde heute nicht mehr Theologie studieren, weil ich nicht diskriminiert werden will. Ich will nicht die ganze Zeit dagegen anrennen, dass es so viele Dinge gibt, die mir aufgrund meines Geschlechtes nicht möglich sind. Es ist frauenfeindlich. In meinen Augen gibt es dafür überhaupt keine Begründung. Das ist nicht biblisch. Ich bin sicher, dass Jesus sowas nie gewollt hätte. Das ist halt historisch gewachsen. Und mit allem, was historisch gewachsen ist, muss man das halt genau angucken und schauen, ob es in die heutige Zeit passt. Das historisch Gewachsene hinterfragen und ändern. Darum geht es beim Synodalen Weg. Und den gestaltet Susanne Schumacher-Godemann mit. Als sogenannte Laien arbeitet sie an Texten mit, die einen neuen Weg vorgeben sollen. Themen sind Sexualmoral, die Rolle der Frau, der Priester und Macht- und Gewaltenteilung. Wir müssen in ein neues Handeln kommen in der katholischen Kirche in unserem Land. Die enormen Austrittszahlen, die Kritik von vielen Gläubigen am Gesicht dieser Kirche, nicht zuletzt natürlich auch die Betroffene des Missbrauchs und alles, was in der Aufarbeitung des Missbrauchs bekannt geworden ist, das kann ja nicht so bleiben. So sehen das auch die Demonstrierenden vor den Türen des Frankfurter Kongresszentrums. Alles, was mit dem Thema Missbrauch, Missbrauch von Macht, Missbrauch sexualisierte Gewalt, spiritueller Missbrauch, geistlicher Missbrauch, das sind die großen Dinge. Es ist einfach wichtig, dass die Kirche sicher ist, dass kein Mensch dem Risiko ausgesetzt ist, Gewalt zu erfahren, sexualisierte Gewalt zu erfahren, Hass zu erfahren oder Diskriminierung. Das Problem? Alles, was bei diesen Treffen entschieden werden könnte, ist nicht bindend. Um die Vorschläge umzusetzen, braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Allerdings, in der Praxis müssen die Reformen nicht zwingend umgesetzt werden. Ein Problem, das auch Susanne Schumacher-Godemann sieht. Es werden Texte verabschiedet werden, die von unterschiedlicher Qualität sind. Dann sagen halt einige, gut, dann sind diese Texte in der Welt und dann hoffen wir mal, dass sie irgendwie was bewirken. Das haben wir ja auch schon beim Zweiten Vatikanum gedacht und bei der Würzburger Synode gedacht. Genau, also ich glaube einfach, dass nicht viel passiert. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ich nächstes Jahr am Altar stehen werde und geweiht werden werde. Also das glaube ich, das kann ich mir echt abschminken. Irgendwann könnte es eine Generation an Frauen geben, die es an den Altar schafft. Bis dahin muss die Kirche aber ins Handeln kommen. Der Kollege Lothar Bauer-Ochse von unserer Kirchenredaktion ist da. Lothar, viele Katholiken hatten ja gehofft, dass mit Papst Franziskus sich was ändern würde. Aber viel hat sich nicht getan. Wie groß sind denn die Chancen, dass jetzt durch diesen Prozess wenigstens in Deutschland sich was verändert?
Ja, der Papst hatte mindestens Fenster geöffnet, sonst würde es auch den synodalen Weg in Deutschland nicht geben. Ja, es ist ein großer Stimmungsschwankung heute Nachmittag bei einer Diskussion um das Grundsatzpapier zu Sexualität und menschlichen Beziehungen. Haben viele Delegierte noch von einem historischen Moment gesprochen, weil es ein wirklich gut erarbeitetes, fundamental durchdachtes Papier ist. Es hat in der Abstimmung heute Abend vor einer Stunde 82% der Delegierten haben dafür gestimmt, aber die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe, die ist ja in dem Beitrag angesprochen worden, die hat es nicht gefunden, es ist durchgefallen. Das hat eine große Frustration, Resignation erstmal ausgelöst. Man hat sich jetzt erstmal zusammengesetzt mit offenem Ende, um die Wunden zu lecken, um auch tatsächlich zu diskutieren, wie machen wir hier weiter. Viele Laien fühlen sich jetzt von den Bischöfen hängen gelassen. Und ich glaube, das war nicht erwartet worden. Man hatte eigentlich gedacht, dass dieses Papier durchgehen könnte. Und die große Frage ist jetzt, welche Konsequenzen hat das? Ne? Also kann das jetzt überhaupt konstruktiv weitergehen? Ja, das ist genau die Frage, um die es heute Abend im Kongresszentrum in Frankfurt geht. Denn dieses Papier war tatsächlich eins, wo man gedacht hätte, das geht noch durch, weil man zum Beispiel weiß, die Sexuallehre der katholischen Kirche, sie wird von der überwiegenden Mehrheit der katholischen Gläubigen gar nicht mehr als relevant angenommen. Da gibt es Studien drüber. Da ist ganz klar, da muss sich etwas verändern. Aber viele Bischöfe denken doch, nein, wir können nicht mit so einem Papier gegen die herrschende Lehre argumentieren und haben dem Papier die Zustimmung verweigert. Aber es gibt ja noch viel größere Brocken, die gestemmt werden müssen, unter anderem die Frauenordination. Die viele Frauen, die sich wünschen würden, Priester zu werden, wie sieht es denn damit aus? Da ist ja dann wahrscheinlich überhaupt keine Chance, oder? Kann ich im Moment tatsächlich nicht sagen. Das ist, glaube ich, für die Synodalversammlung eine große offene Frage jetzt, denn dieses Papier zur Ordination der Frauen, zur Rolle der Frauen, ist auch ein gewichtiges Papier, was eigentlich dagegen angehen will, dass der Papst Johannes Paul II. Schon vor 25 Jahren gesagt hat, an der Stelle gibt es gar keine Diskussion. Die Deutschen wollen sagen, doch, wir müssen darüber diskutieren. Es gibt gute Argumente, die wir auch in die Diskussion der Weltkirche einliefern. Aber wenn die Bischöfe an dieser Stelle schon nicht mitziehen, weiß man nicht, wie es hier weitergeht. Jetzt haben die Katholiken ja eine Alternative. Es gibt ja die evangelische Kirche, wo Frauen Priester werden können, wo es keine Ehelosigkeit gibt. Warum profitiert die evangelische Kirche eigentlich nicht davon, dass Katholiken zu ihr überwechseln? Papst Franziskus hat ja schon dem Limburger Bischof offenbar gesagt, wir haben schon eine evangelische Kirche, die zweite muss nicht noch kommen. Es ist tatsächlich so, einerseits sind natürlich die Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten, demografische Gründe. Und die betreffen die Protestanten genauso. Aber es ist, glaube ich, bei den Katholiken tatsächlich so, wenn der Frust groß wird, dann sagen sie, ich gehe. Aber sie sagen dann nicht, nee, jetzt werde ich evangelisch, weil sie doch im Herzen eigentlich ihrer katholischen Kirche verbunden sind. Vielen Dank, Lothar Bauer-Ochse. In Wiesbaden ist bei Bauarbeiten eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Entschärfung der Bombe ist noch für den Abend geplant. Und auch in Fulda scheint was gefunden worden zu sein. Claudia, wie ist da der Stand? Ja, bei einer Übung in der Fulda haben Taucher der Berufsfeuerwehr unterhalb der Damaschke-Brücke einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Liegt auch dort möglicherweise eine Weltkriegsbombe? Das ist die Frage. Der Kampfmittelräumdienst konnte allerdings keine unmittelbare Gefahr feststellen. Und so gab die Polizei die Brücke am Nachmittag wieder für den Verkehr frei. Am Samstag sollen Spezialtaucher den Gegenstand weiter in Augenschein nehmen. Und bis dahin dürfen Schiffe und Wassersportler in diesem Abschnitt der Fulda nicht unterwegs sein. Schulbeginn für die Erstklässler, das haben längst nicht alle auf dem Schirm. Und weil das so ist, hat es heute dazu Kontrollen gegeben. Wie fit sind die ABC-Schützen, aber auch die Großen für den Straßenverkehr? Rund um die Fried-Lübbecke-Schule im Frankfurter Stadtteil Eschersheim schauten Polizei und ADAC dann ganz genau hin. Zwar gilt Tempo 30, doch das muss ja nicht wirklich was heißen. Fast alle nahmen den Fuß vom Gas, aber auch die Kleinen, die müssen sich erstmal an die neuen Schulwege und auch eben mögliche Gefahren gewöhnen. Die Ordnungshüter waren aber zum Schluss sehr zufrieden. Alle haben gut aufeinander aufgepasst. Große Pläne gibt es für ein ehemaliges Henschel-Areal. Über 200 Jahre baute Henschel in Kassel Lokomotiven, aber auch Motoren, Panzer, Flugzeuge und nach dem Zweiten Weltkrieg auch Busse und Lastwagen. Das ist längst Geschichte. Und Gegenwart ist das 10 Hektar große brachliegende Henschel-Areal. Hier will das Berliner Unternehmen Sektor 7 mit Kasseler Partnern Raum für Wohnen, Arbeiten und Leben schaffen. Und das war's von den Nachrichten, Andreas. 90% der in Deutschland geborenen Türkeistämmigen heiraten einen türkischstämmigen Partner. Aber es gibt auch Paare, für die gilt,
Liebe verbindet. In unserer Wochenserie Türken in Hessen zeigen wir heute ein deutsch-türkisches Paar aus Lorch. Ihre Liebe hat alle Hindernisse überwunden. Saynur Sonkaya Neher und Jochen Neher, glücklich verheiratet seit 25 Jahren. Aşk birleştirir, Liebe verbindet. Ich besuche Saynur und Jochen auf ihrem Weingut in Lorch im Rheingau. Hallo. Hallo, Hülya. Hi, Saynur. Herzlich willkommen. Hallo, Saynur ist in der Türkei geboren und aufgewachsen, kam zum Pädagogikstudium nach Deutschland. Hier hat sie bei einer Weinprobe Jochen kennengelernt. Seitdem sind die beiden ein Paar. Den Eltern von dem deutschen Partner zu erzählen, fällt Saynur schwer. Weil ich selbst türkische Wurzeln habe, kenne ich das gut. Ich glaube, er hat sich Gedanken gemacht, was seine Freunde darüber denken würden. Was ja eigentlich so irgendwie so sehr klassisch in dieser Generation ist. Das ist sehr klassisch. Das ist sehr klassisch. Und da hat er sich Gedanken gemacht. Aber ich habe ihm oder wir haben ihm auch beide klar gemacht, es geht hier um uns. Ja? Also was wir wollen, nicht was die Freunde, Nachbarn oder anderen darüber denken. Es war eigentlich so, die ganze Familie, die in Deutschland ist, war versammelt und ich kam mir vor wie im Zoo. Ich bin das Tier, das angeguckt wird und alle waren da. Aber es war wirklich nett, also war kein Problem und ich fand mich herzlich willkommen und das ist das Entscheidende. Die beiden heiraten. Jochen wird mit offenen Armen in der Familie aufgenommen. Seiner Frau bleibt das verwehrt. Nach der Hochzeit zieht Saynur auf das Weingut. Doch das Zusammenleben mit den deutschen Schwiegereltern ist schwierig. Das hat mich begleitet und sehr verletzt, dass ich nicht anerkannt wurde und dass ich dafür so viel tun musste und dafür betteln musste. Und das fand ich sehr hart. Das musste Jochen gar nicht. Ich muss mich immer beweisen, immer. Das ist unendlich und sehr anstrengend. Und ich denke auch manchmal, deswegen hast du den Kontakt auch reduziert zu meinen Eltern. Also wir haben die ersten zwei Jahre zusammengelebt und dann hier im Haus. Und dann war aber klar, entweder ziehen die aus oder wir. Weil so gut war das Verhältnis der Schwiegermütter und Schwiegervater dann auch nicht, um eben dauerhaft glücklich zu sein. Es sind Jochens Eltern, die ausziehen. Danach wird das Verhältnis zwar besser, bleibt aber distanziert. Die sind auch Eltern meines Mannes, ja. Ich respektiere, die gehören ja zu uns, zu unserer Familie. Aber das ändert nicht an der Situation, dass es bisher so gelaufen ist und dass es mich sehr verletzt hat. Und heute denke ich mir, ich mache es gut, wie ich es mache und ich muss es zu niemandem es beweisen. Der Auszug der Schwiegereltern für beide ein befreiendes Gefühl, vor allem für Saynur. Jetzt kann sie endlich zu ihrer türkischen Seite stehen, muss sie nicht mehr unterdrücken. Ein paar Jahre später kündigt sie ihren Job als Schulsozialarbeiterin, erzählt sie mir, und steigt zu 100% in den Familienbetrieb ein. Aber Wein, das ist Alkohol und der wird bei Muslimen kritisch gesehen. Was hat eigentlich deine Familie gesagt, als du gesagt hast, dass du einen Winzer heiratest? Immerhin war deine Mutter ja sehr religiös und da ist ja Alkohol eigentlich eher tabu. Also zu einem hat mich meine Mutter auf die Idee gebracht und sie hat mir gesagt, sag einfach, dass ihr Traumsaft macht, also Üzümsuyu. Und dann hat aber, ich weiß jetzt nicht mehr, ob eine Freundin oder eine Bekannte hat mir gesagt, du kannst ja einfach sagen, Traumsaft, der auf den schlechten Weg gelandet ist oder so. Also kötü yola düşmüş üzümsuyu. Also du musst jetzt nicht unbedingt so sagen als Wein, aber ich denke mir, für meine Mutter war wichtig, weil sie weiß und sie hat es auch gesagt, ihr verdient eure Geld damit. Es ist vollkommen okay. Weißt du, er hat gesehen, wie Jochen ehrlich gearbeitet hat und für sie war es dann auch okay. Das war dann quasi, er war wie ein Bauer, der Trauben hatte und er hat nur daraus Wein gemacht. Auf ihrem Weingut arbeiten Saynur und Jochen Hand in Hand. Und nachdem ihre Schwiegereltern ausgezogen sind, haben die beiden die Straußwirtschaft umgekrempelt. Seitdem duftet es auch nach türkischem Mokka. Auch schön mit Schaum. Sehr gut. Und zum deutschen Wein gibt's türkische Gerichte, die so gut ankommen, dass Saynur mittlerweile Kochkurse gibt.
ich ernähre mich von meiner Herkunftskultur. Das gibt mir so viel und ich kann es hier einfach präsentieren. Und ich bin wie eine unausgesprochene Botschafterin. Ja? Keiner hat mich ausgewählt, aber irgendwie läuft das. Und ich erzähle eine Geschichte ungezwungen. Und die Leute kommen hier, kochen mit mir, übernachten in Lorsch, lernen Rheingau kennen. Ja, also das hat mir, glaube ich, Kraft gegeben und mich noch mehr gestärkt in dem, was ich tue. So, hier kommt der türkische Mokka. Der türkische Einfluss durch Saynur bereichert nicht nur das Weingut, auch ihren Mann Jochen. Ich finde halt viele positive Dinge in der türkischen Kultur. Ja, der Respekt vor der älteren Generation, die Gastfreundschaft und auch alles stehen und liegen lassen, wenn man Hilfe braucht. Das ist halt schon sehr positiv. Und auch die Menschlichkeit steht in der Türkei mehr im Vordergrund als hier. Hier steht immer das Geld und die Präsentation nach außen hin, ja, das dicke Auto und was auch immer. Wobei, das können die Türken auch mit den dicken Autos. Aber ich finde, der Mensch steht in der Türkei mehr im Vordergrund. Das scheint auch bei Saynur und Jochen das Wichtigste zu sein. Mich hat es beeindruckt, wie die beiden in ihrem Leben aus ihrer unterschiedlichen Herkunft eine gemeinsame Zukunft aufgebaut haben. Und wir ziehen wieder am Donnerstagabend ein tolles Dorf, das wir Ihnen dann am Samstag in der Hessenschau präsentieren. Nora Enz fährt für uns raus. Nora, jetzt haben wir den Regen nach Wochen. Sagst du, ach ja, das ist schon okay? Oder sagst du dir, na, der hätte auch noch einen Tag später kommen können? Nee, also ich freue mich immer auf sonnige, dolle Dörfer. Ich bin die totale Sonnenanbeterin. Aber ich würde das erste Mal wirklich auch freiwillig das komplette dolle Dorf im Regen drehen, weil ich mich so freue, dass die Natur jetzt endlich mal wieder was abbekommt. Und das sieht man ja gerade bei der Landwirtschaft noch mal besonders schön. Und deswegen bin ich gespannt, wo wir hinfahren. Und zwar nach Holzmühl. Das gehört zu Freiensteinau, hat 210 Einwohner und liegt im Vogelsberg. Liebe Holzmühler, rufen Sie uns bitte an 069 155 2490. Dann besprechen wir, was wir bei Ihnen Schönes drehen können, im Regen oder im Sonnenschein. Und das sehen wir dann am Samstagabend hier in der Hessenschau. Ja, da wünschen wir viel Spaß, freuen uns drauf. Jetzt das Wetter nach der Tagesschau. Geht's bei Alles Wissen um Biotechnologie, die Frage Fluch oder Segen. Und um 22:15 nochmal die Spätausgabe der Hessenschau. Schönen Abend. Tschüss, bis morgen.